Schnibbel die Stab und hallo Rio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara auf Legende und dem FC Everton. Morgen geht's dann ran gegen Basel und heute geht's gegen Bournemouth. Und ja, Bournemouth, so ein Verein, schwierig zu sagen. Ich weiß nur, dass heute nicht Traoré, sondern Sanabria in der Startelf steht. Oh ja, und das zusammen mit Guji. Auf der rechten Seite Luciano Arnos. Für den kann dann auch Kevin Goretzka reinkommen. Deulofeu hat sich ja verbessert. Nandes spielt... Wobei Nandes spielt gar nicht. Es ist... Mendes Ortega mit seinen 80, der spielen wird. Avila auf die Bank. Der ja noch gar nicht diese Saison zum Einsatz gekommen ist. Handstrip spielt neben Mendes Ortega, so Nandes für die Bank, Goretzka spielt, Sanabria, ah, Eriksen spielt auch nicht, da spielt Mastua heute durch, Rugani dann als Kapitän, ja, das weiß ich noch nicht, da wird noch ein bisschen weiter rotiert, so, da haben wir ja jetzt Robertson neu gekriegt, Lopez rechts, Robertson links, direkt mal in Einsatz, Startgebiet, Insua und für Rugani kommt Turner mit. Wenn ich auch weiß, wo ich den hingepappt habe, die Ersatzwert, ja ja, Ersatzspieler. Und als Ersatzinnenverteidiger kommt Clark mit, der momentan absolut in Form ist. Nicht! So, unsere Elf für heute mit Sanabria, Mastua, Ortega, Handstrip, Insua, Robertson heute das erste Mal dabei. Maric heute auch im Tor. Und dann ziehen mal hart durchrotiert. Ja, ja, Mendes Ortega ist auf 80 gesprungen. Habt ihr noch gar nicht mitgekriegt. Ist zwischen den Partien passiert. Genau wie Luke Moore, der auf 79 hochgegangen ist. Wir springen rein. Im Regen natürlich zu Hause. Es regnet ja bei uns quasi immer. 24/7. 365 Tage im Jahr. Bournemouth in 4 Spielen 4 Unentschieden gespielt oder einen Sieg und 2 Niederlagen. Das ist hier die Frage. Eine Betonung von glatt 0. Vielleicht haben die auch gar kein Gegentor bekommen. Dann wäre es halt die 4 Unentschieden-Regel, glaube ich aber eher weniger. Heute ein bisschen B11 auf dem Platz. Sanabria ja im letzten Spiel gegen Southampton 3 Tore geschossen. Steht auch heute auf dem Platz, Nummer 17. Ich frage mich gerade, wer die Nummer 17 bei uns ist. Das könnte unser Linksverteidiger sein. Der ist relativ klein gewesen. Das könnte unser neuer Linksverteidiger sein. Das wird sich gleich zeigen alles. Wir spielen ja momentan noch Zapalot. Ich glaube, das ist unser neuer Linksverteidiger. Der aussieht wie Jesus Aurelio und wahrscheinlich auch genauso groß ist. Für 16,5 Millionen gekommen. Soll uns stärken. Mark Lettenberg, Leiter der Partie. Spielerdebüt wird gar nicht angezeigt, aber haben wir. Mit unserem Linksverteidiger, ja doch. Das ist da oben die Nummer 17. Mastua und Luciano. Hat er am letzten Spiel getroffen, hat trotzdem vorm Fall glatt runter, obwohl der eigentlich richtig gut gespielt hat. Sanabria. Tiruji. Mastua. Und da geht's halt schon los. Direkt in die Richtung des Tors. Ah, Mastua leider mit einer schwachen Ballannahme. Turner, Insua und da ist der neue Robertson. Die Nummer 32. Hier wieder Robertson. Oh, der wird halt gar nicht attackiert und genau das ist mein Fehler dann in dem Moment. Weil er halt überhaupt nicht angegangen wird, reagiere ich halt so unglaublich schlecht auf den.
Nee, der ist Maus. Regen sei Dank. Varane zu Barcelona. Ja, so bist du halt über Umwege von Real Madrid gekommen. Bolzen. Ich hasse das. Da war sogar Maric noch dran. Maric faustet den raus. Maric. Mendes, Ortega. Sanabria, aber der Ball war auch scheiße gespielt. Mastur mal wieder. Mister, viele schlechte Pässe, Mann. Cristiano Arnos hört jetzt auf, in der zu laufen. Aber das war scheiße schlecht. Das war ein typischer Mastur-Pass. Ballannahme schon richtig abgekackt. Von vorne bis hinten war das ein Satz mit X. Mein Gott, nehmt doch mal den Ball an. Als ob jeder von euch so scheiße ist, den Ball anzunehmen. Ach ja, Handstrip gerade richtig versagt. Er ist zu lahmarschig in fassider Bewegung. Lopez. Guter Zweikampf. Hat hier niemanden. Bewegt sich halt auch nichts. Mastur, Handstrip. Dauert 100 Jahre hier. Und dann ist der Ball halt auch weg. Das war schon schlecht. Oh, Elva. Turner macht das schlecht. Wir spielen Kacke, Kacke, Kacke. Und vorne Sanabria und Masturas funktioniert gar nicht wie bei den Spielen. Rotze schlecht. Ich habe die Ecke erahnt. Aber der war gut getreten. Eigentlich war das nicht, aber Maric ist dann doch zu kurz für sowas. Richtig schlecht. Handstrip. Richtig, richtig schlechter Spieler. Richtig lahmarschig. Richtig langsame Bewegungen. In fast all seinen Bewegungen. Richtig, richtig mies heute. Wow, das war scheiße. Das war scheiße, das war scheiße, das war scheiße. Auch wenn er sich verletzt hat. Mir total egal. Ändert nichts daran, wie scheiße das gerade war. Turner natürlich mit dem ersten Fehler. Ich bin natürlich ein relativ schnell frustrierter Trainer, weil ich von Handstrip total enttäuscht bin. Klar hat der nur 64. Aber ich will an der Stelle immer erwähnen, dass wir andere Spieler haben, die auch so schlecht sind. Von den Werten her. Ja, Mastur. Schlechtes Dribbling, schlechter Sprint. Mein Dribbling war das natürlich. Aber davor hat er das eigentlich nicht gut gemacht. Er nimmt den Ball halt nicht gut mit beim Dribbeln. Ortega. Stark. Eigentlich. Ist das scheiße gemacht von Mastur und Sanabria. Mein Gott, das hätte schon direkt auf Grugie kommen müssen. Das haben die aber total versagt. Genau wie das hier. Abgekackt ohne Ende. Ich hasse es. Wir spielen im Regen generell immer mies, aber heute übertreffen wir uns im Schlechtsein. Oh, Lopez, ganz, ganz schlechte Ballmitnahme. Dafür gibt es eine glatte 6. Ja, Grugie braucht 100 Jahre für eine Ballkontrolle, weil im Regen ist unsere Ballkontrolle ja weniger wert als ein Witz. Erster Torschuss, 38 verkackte Minuten. Lass dich doch fallen. Das kann einfach nicht wahr sein. Ich reagiere, ich muss reagieren. Auch jetzt schon, Mastur hat total versagt. Handstrip hat noch mehr versagt. Handstrip ist raus hier und jetzt ist vorbei, das Experiment Handstrip. Er wird wahrscheinlich verliehen im Winter und dann hat sich die Sache erledigt. Der spielt viel zu häufig, viel zu mies. Das ist einfach kein guter Spieler.
Er kann es halt einfach nicht. Wow. Wow. Danke, Lopez. Starker Einsatz. Luciano, 100 Jahre Ballannahme. Wie typisch hier in dieser Kackpartie für uns. Mendes Ortega, wenn er den Ball passt, kriege ich immer Kotzen. Ich hasse alle Linksfußspieler. Jede FIFA immer, immer. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich niemals einen Spieler mit Linksfuß verpflichten. Ich würde immer sagen, hack dir das linke Bein ab oder du spielst nicht bei uns. Alle Linksfußspieler in jedem FIFA immer unglaublich schlecht. Berardi macht es ja auch sehr häufig vor. Spieler mit 99 passen. Kann ja auch nichts. Trifft ja auch andauernd, passt ja auch andauernd zum Gegenspieler mit seinem rechten Kackfuß. Und mit dem linken macht er auch viel mehr Mist als gut. Und das ist ein Riesenproblem. Ich hasse dementsprechend alle, die den linken Fuß als ihren eigenen. Alle Spieler samt komplett. Auch wenn Nandes ein guter Spieler ist, sobald er den rechten Fuß, das ist, als würde der Mund aufmachen, nur noch Scheiße verzapfen. Und dann haben wir natürlich Spieler, die alle nicht Tore schießen können. Insua, das war schlecht. Das war richtig, richtig schlecht. Schäm dich. Dann bist ja die Partie eh schon total am Verkacken. Leider. Wir spielen wirklich schlecht. Mal schauen, was hier noch so geht, aber für uns sieht es eher nach gar nichts aus. Bist so ein Versager, ne, am Ball. Das ist einfach nur ein lächerlicher Witz, der schon wieder hier macht. Der nächste, der nutzt seine Chancen irgendwann mal und dann spielt der 99% der Zeit einfach nur richtig, richtig, richtig schlecht. Und war natürlich meine Schuld, der Ball. Er ist das letzte Spiel so gut gespielt, aber der hat auch nur gut gespielt, weil er kontern durfte. Alles andere kann der halt überhaupt nicht. Der ist zu nichts zu gebrauchen. Wenn es denn mal um spielerische Klasse geht, dann ist Sanabria nämlich richtig mies. Dann hat er noch kein einzig gutes Spiel gemacht. Alle seine Sachen, alle seine Treffer, alles Kontertore, nie musste er irgendwie das 1:0 oder was auch immer machen. Immer waren wir in Führung, wenn Sanabria denn ein Tor gemacht hat oder per Elfmeter. Der Lapsus hat noch nie ein eigenes richtiges Tor erzielt oder so gut wie noch nie. Boah, ist das scheiße! Mastur, pass nochmal so und ich schwöre bei Gott, du spielst nie wieder. Kann er nicht annehmen, den Ball, so schlecht wie der war. Natürlich ist die Partie noch lange nicht rum. Luciano Arnos! Nandes, abseits und wir wechseln. Ich krieg nicht mehr, krieg mich nicht mehr ein. Mastur spielt 99% dieser Partie. Wirklich den absoluten Müll auf dem Platz. Und ich reagiere halt. Ja gut, wir spielen halt schlecht. Ich habe mich ja im letzten Spiel auch schon 90 Minuten lang aufgeregt. Aber was halt ist, ist halt einfach so. Ja, und Aurelio ist lahmarschig as fuck. Das ist dann halt auch bei Ballkontrolle zu sehen. Der hat eine riesen Ballkontrolle, ist aber bei lahmarschig as fuck egal, weil er seinem eigenen Ball nicht hinterherlaufen kann. Nandes ist halt ein purer Linksfuß. Alles, was mit anderen Füßen ist, kann der halt einfach nicht. Aurelio, schwacher Ball. Das war so schlecht von Traoré angenommen. Von Sanabria angenommen. Ich krieg mich nicht mehr ein. Das macht der einfach so mies.
Hernandez. Wer, wenn nicht er? Hernandez hier, richtig gefightet. Und hier jetzt Avila, und Avila ist schnell. Sanabria macht halt einfach wieder nichts. Ja, egal, wir führen. Schlechte Spiele, ja, mag ja sein. Aber dass wir gewinnen, ist halt einfach trotzdem wichtig. Erster guter Zweikampf. Koji hier ist ja der beste Spieler auf dem Platz gewesen. Ja, ist einfach nicht gut. Der läuft halt nur hinter dem Ball, neben dem Ball her. Der hätte den auch schon lange rausfischen können. Nicht gut. Ja. Robertson. Mr. Hernandez, bester Spieler ja bei uns auf dem Platz heute. Avila. Hat schon einiges versucht in der Partie. Aurelio, nicht so schöner Pass. Da ist Avila wieder. Brauchen halt noch ein Tor, ne? Koji, Robertson. Ja, ich habe halt hier nichts zum Anspielen. Sanabria! Aber der braucht halt auch immer 100 Jahre, um irgendwie irgendwas zu machen. Trotzdem war das nicht so schlecht. Auch wenn er für den Schuss keine gute Bewertung jemals bekommen würde. Hernandez. Schade. Da bekomme ich richtig viel Platz. Nutze den aber nicht. Vielleicht ja jetzt. Avila setzt sich richtig gut durch. Aurelio! Guter Schuss, aber noch bessere Parade leider. Das war so schlecht. Weil FIFA bei Einwürfen halt generell nie irgendwas Gutes macht. Hernandez, warum mit dem Rechten? Mach's doch mit links, mein Gott. Und dann natürlich schlecht von Ortega. Eins zu eins halt nur gespielt. Wir waren schlecht. Sanabria hat gar nichts geschissen gekriegt. Hernandez hat das Spiel dann noch irgendwie drehen können. Aber das war dann halt auch schon alles. Das war dann halt auch schon alles.
Das 1:1 ist ein okayes Ergebnis. Aber wir hätten auch besser spielen können. Rugy war stark. Tja, Turner, Robertson hat gut gespielt. Insua hatte sich dann am Ende nochmal gerettet. Mit ein bisschen mit der Wertung. Rugy halt mit der Torvorlage, Nandes mit dem Tor. Abilar war okay, Mastur und Handstrip waren halt überhaupt nichts heute. Haben vorne hinten nicht funktioniert. Leider unentschieden. Tottenham halt jetzt vorne weg mit 2 Punkten. Können wir halt nichts machen. Ja, Turner scheint irgendwie ein Flop zu werden. Das ist hier das, was die halt meinen könnten. Das könnte echt sein. Handstrip ist aber auch momentan halt nicht gut. Goretzka verbessert sich, Ballkontrolle 86. Ja, kann man jetzt aber auch nicht direkt so sagen. Beli sagt halt ja zur Vertragsverlängerung. Tja, und dann passt das eigentlich alles so. So, aber an dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden und wir sehen uns morgen wieder, dann mit der Partie gegen den FC Basel. Bis dann wünsche ich euch alles Gute, Leute. Haut's rein. Ciao, ciao.